Und damit nochmal Susul für diese Woche. Denn ich dachte mir, ich mache doch lieber 3 Folgen. Denn momentan läuft ja kein anderes Let's Play Projekt. Und außerdem, wie gesagt, ich möchte hier die Familienbälle wechseln. Und wir spulen einfach mal vor. Ja, genau. Also der erste, der aufstehen wird, ist definitiv die gute, die beiden hier. Das heißt, sie kann dann erstmal sich einen Snack gönnen, dann auf Toilette gehen und dann duschen. Marlene müsste das gleiche tun. Sie kann sich Macaroni mit Käse gönnen. Sie müsste eigentlich auch schon mal aufstehen wegen Schule. Und dann kann sie das als erstes machen. So. Wie gesagt, ihr Zimmer sieht nochmal sehr sporadisch aus. Das ist noch nicht privat irgendwie, also so in ihren Style. Alter, ich hasse diese Handys, ne? Ich hasse diese Handys. Boah, ich will ja am liebsten alle stumm schalten, aber... Naja. So. Beide sind gleich, das heißt, du wirst dann erstmal essen gehen, dann wirst du als erstes duschen gehen und dann wirst du was essen. Guck mal, wie brav sie ist. Dann gehst du aber erstmal duschen und dann war es da schon. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Jawohl. Bento kommt. Dann kannst du ein bisschen Gitarre spielen. Ein bisschen. Ja, einfach spielen. So. Wie ich schon sagte, meine Ziele sind, dass die Marlene sich mit ihr. Sie hat sich mit Luna angefreundet, also dass sie es erfüllt. Sie soll aber auch noch rebellisch werden. Und da stehen sie auf. So. Das schaffst du alles. So, du gehst nämlich erstmal. Ja, du musst erstmal warten. Ja, ruhig jetzt. So, jetzt kannst du duschen. Jetzt kannst du duschen. So, Marlene, mach's gut, ne? Mach's gut, Leute. Auf Wiedersehen. So. Weißt du, erstmal was essen, dann kann der Opa erstmal duschen. Und dann kann er was essen. Und zwar Macaroni, immer Tofu-Hotdogs. Bevor die schlecht werden. So. Man muss das halt alles ein bisschen timen. Dann geht das schon. Mhm. Ja, der Opa, wie gesagt, der soll ja handwerklich begabter werden. Komm, dann kannst du erstmal das reparieren. Kann sie ja nicht mehr duschen, die Gute. Aufhören, reparieren. Du machst sie erst schon sauber. Gibt's noch was zu tun? Der Müll ist draußen. Machst du das Bett von Marlene? Oh, alles kaputt. Ich krieg doch schon den Pass auf hier. Ne? Level 4 erreicht, ja, siehst du. Herrn und Öfen mit mehreren Upgrades aufwenden, jawohl. Siehst du, er wird immer besser. So, dann. Halt, stopp. Die Pfütze. Ne, du wirst dann erstmal was essen. Du hörst auf, du gehst hier kurz hin. Nein, du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Einfach stehen bleiben. So, dann wirst du die Pfütze mal ganz kurz aufwischen. So. Ja. Ist alles eine Managing-Frage. Und dann kannst du weiterschreiben an die Rache der Vampire. Oder du kannst erstmal ein bisschen spielen. Das wäre nicht schlecht. So. Was machst du heute? Du könntest mal Plumbots kaufen. Du könntest mal rausgehen. Was, was gibt's denn hier so für Möglichkeiten? Ich wollte ihn ja genau selbstständig machen. Kann er sich jetzt selbstständig als Erfinder machen? Also Erfinder und Bob. Ja, Bob, ich glaube, er wird Erfinder. Das ist ja das Ziel. Das heißt, wir machen ihn jetzt zum Erfinder schon mal. Das ist ja, was er letztendlich wird.
Ist ja egal, dann haben wir das schon mal, dann hat er seinen Job. Eine Bordbau-Dings ist halt was anderes, da musst du halt ein bisschen, müsste ja eigentlich immer in der Zukunft reisen. Da wird es hier wahrscheinlich schwierig sein, das zu verkaufen, aber erfinden, das kann er auf jeden Fall. Macht auch Sinn, wie er aussieht. Ja. Und wir müssen das Ding definitiv leiser machen. Das ist einfach. Verdammtes Gerät hier. Ich hasse Technik. So, jetzt mache ich mich erstmal aus selbstständig zum Empfinder. Da wollen wir hier. 3, 4, 6, 8. Ja, Hallöchen, ich möchte gerne Erfinder werden. Ja, so erfinden. Ich habe schon einiges. Ja, ich bin ein Genie. Natürlich. Natürlich, ein paar Unterschriften und dann. So fängt jeder an. Aber sie hat wenigstens schon mal ein Keyboard, ne? Irgendwann wird sie einen richtigen Flügel kriegen und dann geht's richtig los. Aber erst, wenn halt wir mehr Geld haben. Marlene, heute wirst du einfach mal nicht normal anstrengen. Kann man ja auch mal machen. Rumgammeln, das machen wir mal lieber nicht. So. Wo ist denn das hier? Ach so, da. Dieser sehr, sehr schönen Textur hier. Lade mal nach. Danke, Tim. So. Naja, die lassen sich auch nicht nehmen, ne? Hier zu protzen, hier mit diesen riesen Dauer hier. Und die Uhr steht mal wieder still. Sonst sind wir auch 12 Uhr, jetzt auch 5 Uhr. Die. Okay, Erfinder. Professionelle Erfinder mögen zwar exzentrisch und seltsam sein, doch ihre sonderbaren Erfindungen haben eine große Abnehmerschaft. Das ist eine tolle Gelegenheit, aus einem verrückten Talent ein gangbares Geschäft zu machen. Aufgabe dieser Karriere: verdiene Geld mit dem Verkauf von dir gemachten Erfindungen. Das hätte man sich schon denken können. Vollopfer. Er wollte. Oh. Ja, so. Als selbstständiger professioneller Erfinder musst du die Nächte draußen verbringen und Schrottplätze und Mülltonnen nach Schrott und Essen absuchen. Die Tage verbringst du dann über die Werkbank verbeugt. Hast du etwas Tolles entdeckt, zieh dich nicht gleich eine Menge davon herzustellen, um viel Gewinn einzufahren. Alles klar, also viel reinschlagen. Wunderbar. Ich würde das würde gleich mal machen, ne? Nachts im Mülltonnenwühl, das klingt auch schön. Hier, an und fertig, können wir ja. Wir haben ja schon ein paar Erfindungen. Aber ich glaube, wir werden jetzt einfach mal damit starten, ne? Massenfertigung. Haben wir hier überhaupt eigentlich eine Art Schrottplatz? Ja, wir hatten eine Art. Komm, da gehen wir erstmal hin. Dann klauen wir uns erstmal was. Er braucht eigentlich noch so einen Transporter, so einen Trucker oder sowas. So typischer. Mein Gott, dieser Alarm. Okay. Was? Ach, wir haben Weintrauben. Und hier noch Lose. Ach, guck mal, und hier diese schöne Blume des Lebens. Oh. Das passt so gut zu ihr, ne? Das Keyboard und Klavier. Na, sie mag es halt drin. Kosten. Nee. Also ganz ehrlich, das ist also einmal schön, aber ist sie jedes Wochenende? Nee. Ganz ehrlich, dann sind sie immer weg und wie, also jetzt vor allem kurz bevor die Familie verlassen wollen. Auf dem Schrottplatz kannst du nach Schrott und kaputten Gegenständen suchen. Möchtest du gerne mehr über den Schrottplatz erfahren? Aber natürlich. Der Schrottplatz ist der perfekte Ort für durchgeknallte Sims. Ernsthaft? Jeder Sim darf dem täglich hier abgeladenen Schrott sowie kaputten Objekte einsammeln, um sie zu Hause zu reparieren. Reparieren. Erfinder und Bildhauer sollten sich öfters auf dem Schrottplatz umsehen, um Arbeitsmaterialien zusammenzusuchen. Erfinder haben außerdem die Möglichkeit, an Schrott zu kommen, indem sie die Schrotthaufen aus dem Schrottplatz sprengen. Du solltest den Schrottplatz häufig besuchen, da ständig neuer Schrott abgeladen wird. Ich verstehe. Ja, das ist natürlich. Wir können da halt tatsächlich Sprengsätze überranbringen. Wir können selbst Gegenstände sprengen. Es ist einfach.
James Hopcraft, der sieht aus wie so, der sieht einfach total aus wie so ein Evil-Arzt, oder? Wie so der verrückte Professor, der Böse, der auch die Haare so und die Brille. Im Film wäre der einfach so der, der geheime Bösewicht, der hinter all dem steckt, so. Der guckt ja an, das ist eigentlich, boah, ne? Also wie gesagt, ich sehe immer so Sachen, also mit Sims könnte man sehr, sehr, sehr tolle Filme machen. Also wirklich, ja. Gut, da ist nicht so viel Schrott, aber wir haben einiges. Komm, wir durchbuddeln einfach mal. Ne, wir könnten das ja alles bergen. Hier so ein Sofa und so ein Grill. Ja, haben wir ja schon. Aber gar nicht. Wir können uns einen Grill kaufen. Wer ist hier? Beatrice. Ich hab. Ja. So. Ja, und der Dr. Janne, der sucht auch seine für seine neuen Experimente ein paar Schrottteile. Aber schön, dass sie auch Sims hinkommen, das soll ich machen. Das brauche ich hier nicht. Haben Sie schon was gefunden? Nein, das ist alles hier Mist. Ja, warten Sie, was habe ich hier denn gedacht? Mensch. Sie sehen auch wirklich aus, als wenn drei, so ein Erfinderteam. Eher so der Doktor, so der. Ja, der. Eher so der Fruchtwissenschaftler und sie hat so die. Ja, auch so ein bisschen die Steampunk-Frau. So ein bisschen hat sie was. Und ja. Aus drei Generationen, würde ich was sagen. Okay, sie mag wohl keine Kunst. Keine Statue. Ich würde. Oder sie möchte sie haben. Mensch. Ach, hier Rohre, das ist doch alles. Ich will Schrott. Ja, wie viel Schrott haben wir? Oh, 15. Mein lieber Herr Gesangverein. 15 Schrottteile. Danach werden wir mal das bergen. Den Grill und holen den und klauen ihn uns. Mal so wieder so ein Ding hier. Albert hat vorhin von abgesägter Lichtspender. Wer wirft denn sowas weg? Also das kann man doch noch verwenden. 19 Schritte. Ganz ruhig, Doktor. Ganz ruhig. Wenn was ist, einfach einweisen lassen. Das habe ich gemacht, das hilft. Ja, ich weiß, wir verbringen sehr viel Zeit mit den Opa. Die meisten, die letzten Titel haben auch alle mit ihm zu tun gehabt. Die will ich restaurieren. Okay, jetzt haben wir erstmal ab. Wir haben erstmal genug Schrottteile. Ja. Auf. Guck mal, ne, sie ist gleich hier. So, auf jeden Fall noch eine Stufe aufsteigen. Das möchte ich auf jeden Fall. Da wir sowieso das bald verlassen werden, machen wir das lieber so. Sie ist auf Stufe 2. Okay, dann wird es noch ein bisschen dauern. Ich könnte es natürlich offscreen wieder machen, dass sie nicht viel hat. Vielleicht mache ich das auch, bevor ich die Familie wechsle. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, ich Idiot. Also ist ja jetzt nicht, dass nächste Woche wir gleich die Familie wechseln. Also ich würde sagen, noch mal drei Folgen. Also noch mal nächste Woche. Da werden wir dann welche natürlich auf Level 4 kriegen. Und sie muss auch gleich wieder arbeiten. Und du, mein Lieber, du hast Schrott. Können wir das jetzt hier eigentlich öffnen? Und wieso? Hier kann man nämlich auch sehen, hier haben wir noch 20 Schrottteile und wir machen 19 dazu. Zack, haben wir 39. So. Und wir haben einen Grill. Einen Grill. So. Familienmütter, der ist hier. So. Dann, guck mal, was ist denn hier alles? Ach, das haben wir alles gefunden. Guck mal, eine Lampe. Haben wir das auch gefunden? Videospiel? Wie cool! Ach, oder habe ich das einfach da reingemacht? Das ist ja für sie, wenn sie mal studieren möchte. Ah, ne, das können wir ja. Nee, aber ganz ehrlich. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Wir haben doch eine Anlage. Und hier so eine olle Lampe, die braucht keine Sau. Aber den möchte ich gern haben. Warte mal, den stellen wir hier draußen hin. Den kann man nämlich schon grillen. Den restaurieren, wa? Oh. Das setzen wir einfach so. Den können wir nämlich hier. Mache ich den hier unter. Einfach hier unter hin. Neben den Erfinderwerkstatt. Einfach so einen Grill. Können wir ruhig mal machen. Und dann wirst du mal einfach erfinden, was neu ist. Und dann fertigen wir mal an. Gegenstand. Ich habe nicht genug Schrottteile. Ich habe.
So, das hab ich, so, jetzt haben wir 131. Also, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, das ist die. Ist das nicht die Mondscheinsonate? Guck mal, gleich hat sie eine Stufe geschafft. Wie gesagt, sie ist ja eher so die. Es passt zu ihr. Sie ist ja so, ne, die eher zu Hause sitzt und sowas macht und. Sie ist auch rebellisch, ja, verdammt. Ne? Das wäre das. Sie hat was erfunden. Was hat er. Was. Hallo? Nicht hängen, was hat sie erfunden? Oh, wie geil. Das ist ja voll. Ist ja nicht dieser Staubsauger? Den aufsammeln, damit können wir unsere Ernte aufsammeln, glaube ich. Das war das, ne? Ey, wie gut bist du denn? Fang an zu sammeln, genau, damit können wir nämlich Früchte und so weiter einsammeln und so weiter. Also zum Beispiel, wenn wir Ernte haben, dann müssen wir das nicht ernten. Das ist einfach perfekt. Also wirklich, also wenn du jetzt einen Garten hast, und dann musst du halt das nicht alles einzeln ernten, dann kannst du alles damit einsaugen. Also, ey, können wir das anfertigen? Große Erfindung, Aufsammler. Die können wir verkaufen, da können wir richtig Kohle mitmachen. Das machen wir. Wir haben ja noch Schock da. Also wir fangen Gegenstand, Stoßpanel auf die Tentakel. Ne, wir machen jetzt hier davon welche. Das wird doch mein Geniestreich. So, du musst mal los, meine Liebe. So, und er findet jetzt hier. Ey, wie, das finde ich richtig cool, sowas, ne? Damit kannst du wirklich Geld verdienen. Ja, damit können damit bin ich reich. Also. Ne, du wirst Spaß haben, du wirst einfach mal. Streichen Schule spielen, genau, das wir spielen. Oder müssen wir das abends machen mit dem Streich? Nächstes haben wir das auch abends gemacht. Wir machen das einfach. Ich will das nochmal probieren. Wir haben ja mal einen Streich gespielt und dann wurden wir von der Polizei. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Mal gucken. Ich riskiere es jetzt. Ich riskiere es einfach, weil die Schule ist einfach auch drin ein bisschen, ne? Streich spielen. Wir machen Tests klauen. Maskottchen verunstalten. Wir machen das weg und das rein. Streich ist egal. Maskottchen verunstalten. Testklauen. Frösche aus. Das machen wir. Das ist immer, ne, für die Tiere. So. Maske. Alter, was ist mit dir los? Schaust du aus? So, ich gehe nochmal weg, Opa, ne? Also, all klar, ne? Ja, mach ruhig mal, Lienchen. Ich werde hier noch ein bisschen reich werden. Oder finden. So. Aber bitte zur Schule, ne? Ich muss noch meine Tasche abholen. Ja, klar, meine Liebe. Oh, was ist denn da los? Hallo? Verein oder was? Der. Aha, ich sehe. Lauf. Du bist frei. Okay, jetzt hoffen wir. Wehe, hoffentlich ist da keiner da. So, ich guck mal, ich halt Schmiere, Marlene. Pass auf. Da ist noch ein Fahrrad. Okay. Oh, ich hab nichts immer. Ey, das ist bestimmt 100%. Hallo? Paparazzi. Das ist bestimmt so auch so ein. Guck mal, wie der auch aussieht. So ein. Entweder so ein Nerd oder so einer, der auch so ein Lehrer und so die Sachen auch verpfeift. Der hat uns jetzt gesehen. Und wenn was passiert, ne, dann mache ich dir. Da hast du Schuld. Guck mal, der guckt auch richtig. Was hast du denn vor? Sag ich, das werde ich dem Direktor sagen. Sag es und du stirbst. Da die Biomesse vor der Tür steht, bietet sich der Vorrat von 50.000 Fröschen in der Schule für den Streich von Marlene nahezu an. Was würde der Direktor denken, wenn er im Büro 1.000 Körner. Ja, dann kann er die freilassen. Frösche gehören nicht da rein. Das ist alles illegal. Es ist eigentlich, sie macht was Gutes. Sowas, ich kann sowas überhaupt nicht. Wenn so. Kennt man ja aus amerikanischen Schulen, wo dann die mit Tiere und Frösche sozieren. Das finde ich einfach, ne. Ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Und das sind lebende Frösche. Frei. Ich will die. Okay, lass dich frei. Okay, Marlene, ich halt Schmiere. Du wirst arbeiten? Du wirst arbeiten heute. Du erfindest, du erfindest. Es sieht so aus, als hätten Marlene erfolgreich 50.000 Frösche in der Schule freigelassen. Der Hausmeister wird seinen Spaß haben. Okay.
Gut gemacht, Marlene. Ausgezeichnete Arbeit. Dafür gibt's noch ein Graffiti. Ich weiß nicht, ob das als so Markenzeichen Bodengemälde. Komm, das ist nicht immer so. Das hier war ich. Guck mal, auf dem Rasen ist es nicht so schlimm. So, hier, damit sie immer wissen, ich bin derjenige. Ich kämpfe für die Umwelt. So. Keiner. Dafür will sie Geld haben. Und ja, da will sie kann was spenden. Hey Marlene, du darfst die Stadt nicht einfach so vollsprühen. Zahle 1000 Strafe. Alter, hast du gesoffen? Das ist ein Rasen. Das ist der Rasen. Ich zahle nichts. Nö. Ich zahle keine Strafe. Müssen wir das nachts machen oder was? Tausend. Ich zahle gar nicht. Wie die Polizei angeschossen kommt, weißt du? Also sofort so wie so ein. Wie so ein. Ich höre. Ich hab's gehört, genau gespürt, dass jemand taggt. Kriegen wir jetzt Ärger oder? Rabajon ist ein Gaudi. Sich erwischen zu lassen, jedoch nicht. Marlene stellt sich besser vor, sich in gefährliche Situationen verwickeln zu lassen. Jemand schaut zu und ist bereit, sie zu schnappen. Ja, echt mal. Also die Polizei ist ganz schön grob, ne? Es ist wirklich so ein bisschen, wer weiß, wie das Regime hier ist. So alles so. Aber. Okay, wir kriegen keinen Ärger. Alles gut. Ey, nichts passiert, ne? Ich habe voll die tolle Zeit gehabt. Ja, mach mal. Okay, Marlene, dann machst du jetzt mal. Hast du Spaß? Oh, du bist tot. Du bist todmüde. Weißt du was? Du kriegst es zur Belohnung. Du hast, ne, so viel. Ja, du kannst mal ein bisschen spielen. Online spielen. Komm, du spielst online. Online spielen? On. Hä? Wie jetzt? Ach. Ja, kannst du hier zocken. Naja, ich sag mal, das soll es gewesen sein, denn die Zeit neigt sich dem Ende zu. Och! Ja. Und schon, oh Mann, der Typ. Ja. Albert Kunterbunt hat im Wahn eine Persönlichkeitsstörung durchlebt. Über folgende Merkmale verfügt er nun nicht mehr. Einzelgänger. Albert Kunterbunt hat ab sofort folgendes Merkmal: Familienbewusst. Wenn er nicht bald ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleiben die neuen Merkmale dauerhaft. Das ist also okay. Das heißt, wenn man labil ist, heißt es praktisch, dass das passiert ab und zu, dass die Merkmale sich tauschen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber es ist halt, ne, er ist halt psychisch nicht ganz dabei. Also ich finde es gut so, weil du musst halt immer auf ihn achten. Der muss immer so ein bisschen, ist praktisch wie Therapie, ne? Der muss dann regelmäßig zur Therapie, dass er auch normal bleibt. Was normal eigentlich ist, finde ich eigentlich nicht schlecht. Okay, dann werde ich ihn mal, das mache ich nicht mit euch, das mache ich dann. Ich werde ihn einfach dahin schicken und werde den Tag zu Ende bringen, dass wir uns nächste Woche dann wiedersehen. Und dann am nächsten Tag. Da würde ich gerne den, ne, dass wir dann einfach mal einen Tag, dass ich einfach mal die ein bisschen lernen lasse. Und dann sehen wir uns am Donnerstag hier im Spiel wieder. Bis dahin also, bis nächste Woche. Bye, bye.